Also schönen guten Tag heute hier in Chemnitz vor dem Rathaus. Keine Angst, das ist keine Polizeiabsperrung. Hier wird eine künstliche Eisbahn erschaffen. Deswegen ist das abgeriegelt. Und heute ein Mutmach-Spaziergang in Chemnitz. Und mal sehen, was passiert. Und Wetterchen ist ja super, lustig. Und ja, wir werden sehen. Bis gleich. So, also jetzt haben sie schon wieder einen Kollegen festgenommen. Das muss man sich mal vorstellen. Absolut. Ja, also nichts mit freier Presse. Hier wird schon ein Kollege wieder festgenommen. Absoluter Wahnsinn. Sagenhaft. Sagenhaft, was hier abgeht. Hier, die haben so eine Angst, da machen sie eine kleine Wachenburg draus. Absolut. Absolut. Wenn ich mal fragen dürfte, was ist das hier für eine polizeiliche Maßnahme? Gar nichts, Anna Arnold. Warum? Ich bin nicht von der Maßnahme betroffen. Gewalttätig behandelt. Gewalttätig. Ohne mich anzusprechen als Mensch. Ja. Eine Schande, was hier schon wieder abgeht, das gibt's gar nicht. Freie Presse wird hier mit Füßen getreten. Das ist eben in dem Meinungsfaschismus, ist das dann eben so. Traurig, traurig, was hier abgeht. Und komischerweise, was da für Abstände dort zulässig sind, ne? Also da fragt man sich, also was geht hier los? Absolut, absolut. Ich will nicht. Ich will nicht. Machen Sie mal bitte Platz, dass der ja. Ja, Platz machen. Ja, ja, Wahnsinn. Also, ich werde jetzt mal hier hinterhergehen. Alles Gute. Meinen Kollegen hier in Chemnitz, den Sie natürlich wieder festgehalten haben. Eine Schande, Meinungsfaschismus pur wieder in diesem Lande. Traurig. So. So. Uwe, willst du hier ein kleines Interview geben, was hier los war? Guten Tag. Ja, das ist mein Kollege hier von den freien Pressen, von den richtig freien Pressen. Ja, was war los? Ich bin hier durchgelaufen, die Polizeifahrzeuge sind gefolgt auf Körpernähe. Ich bin dann zur Seite gegangen und habe die Leute fotografiert, die mich sehr nahe mit dem Fahrzeug bedroht haben. Ja. Dann kam einer her, der ist sehr Heisky, das ist der Chef von dieser Einheit. Der hat mich einfach, ohne mich anzusprechen, am Arm gerissen und mich weggezogen. Unfassbar, unfassbar. Ja. Unfassbar. Hat was behauptet, was nicht stimmt. Ja. Ich hätte Porträtaufnahmen gemacht, das mache ich nicht. Ja. Ich bin in der Regel immer mindestens 2 bis 3 Meter entfernt. Ja. Das habe ich nur getan. Ja. Dann hat er von mir den Ausweis verlangt, hat mir den aus der Hand gerissen, hat mein Geld noch runtergeschmissen, das hat er mir dann brutal hier reingesteckt. Also Behandlung. Wahnsinn. Ich weiß es nicht. Wie Schwerverbrecher. Wie Schwerverbrecher. Ich finde keine Worte. Ich fühle mich nicht als Schwerverbrecher. Ja. Ich fühle mich nur gemaßregelt in einer Art und Weise, dass ich nicht mehr als Bürger hier akzeptiert werde, nur noch als Objekt. Ja. Traurig, traurig, was hier abgeht. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, Meinungsfaschismus pur, was hier abgeht, hier ist schon nicht mehr normal. Aber wie gesagt, ja, danke, vielen Dank. So, hier vorne ist der Mutmach-Spaziergang in Chemnitz. Ja, ich bin ein bisschen aufgehalten worden, auch dieses Interview jetzt zur Zeit und mit den Pressevertretern sagenhaft, was hier abgeht, was den Leuten dort vorgeworfen wird, das ist sagenhaft. Und natürlich diese Reaktion, die darauf beruht, das ist schon unterirdisch, also richtig unterirdisch. So, also. Herzliche und spaziergängerische Grüße hier aus Chemnitz. Heute der 5.2.2022.
Und ja, heute ist natürlich, was ich so gehört habe, in Freiberg, Limbach-Oberfurnau und auch in anderen Städten was los heute. Und ja, wir werden sehen, wie viele Leute noch zusammenkommen, die hier einen Gesundheitsspaziergang absolvieren, hier in der Innenstadt von Chemnitz. Also wir haben noch ein bisschen Verstärkung bekommen hier, die Pinguine mit ihren Kindern, das ist natürlich auch eine feine Sache, und mal sehen, wie viele Runden die heute auch mitlaufen, und ich denke mal, das ist eine feine Sache. Genau, so, also Polizeiaufgebot gigantisch wieder, und ja, also die Leute gehen spazieren, ja, also für Frieden, Freiheit, Souveränität und was dann so alles noch dabei ist. Und ja, Chemnitz heute am Samstag, super. Ja, normalerweise könnte man denken, Gas, Strom und generell Energiepreise werden ja höher. Die, die jetzt zur Miete wohnen, die erfahren das erst 2-3 Monate später oder am Jahresende. Die Erhöhung, aber ich denke mal, das müsste eigentlich auch zum Ansporn von Spaziergängen oder Spaziergängen eigentlich auch reichen. Nur mal so am Rande. Aber naja, gut. Ja, habe ich gerade, oder wir haben uns jetzt gerade so unterhalten mit vielen, vielen Leuten. Und ja, traurig. Mut macht natürlich dann auch Kanada. Dort ist aber das Problem, dass die Trucker teilweise viele selbstständig sind. Also die keine großen, also es gibt auch große, aber in der Regel sind das mehr kleine Speditionen und die halten natürlich zusammen. Na? Also man sieht, dass eben auf der Welt und in anderen Bundesländern ja auch was anderes funktioniert. Nur mal so am Rande, aber in Deutschland lassen viele schon die Masken fallen, den Lockdown fallen, und ich denke mal, Deutschland, die ziehen das noch bis zuletzt durch. Ob berechtigt oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. So ein Wahnsinn, hallo, hallo, wisst ihr? Ja, also Wahnsinn. So, also hier vom Roten Turm, hier vorne quert die Straße der Nation hier in Chemnitz, und jetzt geht es wieder in Richtung Stadtkern. Und da werden wir mal sehen. Also spazieren gehen ist gesund, auch in Chemnitz heute wieder. Und das ist ja ganz, ganz wichtig hier in diesem Lande. Und es gibt heute noch mehrere solche Veranstaltungen. Und das soll natürlich auch ein bisschen Mut machen. Deswegen heißt das hier irgendwie, wie ich gehört habe, Mutmach-Spaziergang. Ja, und vorige Woche am Samstag war in Zwenitz was los, also das hat natürlich auch Mut gemacht. Waren auch sehr viele, die dort spazieren gegangen sind, und jeder, hallo, grüßt euch, hallo, hallo. Na? Ja Leute, also Vorsicht, Dachlawine, also das habe ich auch noch nicht gesehen, und die Dachlawine hat hier eine Fensterscheibe zerstört, also also bestimmte Leute denken, wir sind mit dem Sommersack gepudert, aber das sind wir nicht. Absolut. Ja, sagenhaft, was hier abgeht, Leute. Sagenhaft. So, also jetzt hatte ich mal, das war absolut ein Bild eigentlich zum Lachen bzw. zum Heulen. Da kam jemand hier aus einem Laden heraus, mit Maske raus, sieht die Leute, die hausen, ohne Maske rumlaufen, schwuppdiwupp hat er seine Maske wieder aufgesetzt. Also, da muss man sich mal vorstellen, was hier abgeht. Also, auf einer Art ist es traurig, und auf der anderen Seite kann man eigentlich richtig herzlich drüber lachen, über so viele Sachen hier. Hallo! Ja, also vorhin habe ich gehört, 1300 bis 1500 Leute wären das. Also wie gesagt, das habe ich nur gehört. Ich habe nicht selber nachgezählt, aber wie gesagt, ich kann es ja mal mit sagen. Und ja, also der Ring
in und um Chemnitz hier mit Spaziergängern ist natürlich sehr gut besiedelt hier und die denken natürlich, die Leute alle an ihre Gesundheit. Und was ich schon öfters mal gesagt habe, jeder Arzt wird empfehlen, geht spazieren. Und das ist ganz, ganz wichtig und das könnt ihr ruhig glauben. Also jeder Arzt wird es sagen, Bewegung tut gut. Und natürlich die Stadtväter und die Stadtmütter, die werden natürlich froh, wenn so viele Leute hier spazieren gehen und einkaufen gehen. Hallo. Und natürlich auch ein bisschen Geld da lassen, aber von den Spaziergängern, weil sie ja nirgendwo richtig reingelassen werden, die werden natürlich auch nicht allzu viel Geld in der Stadt lassen. Also nur mal so am Rande, das wollte ich mal mit so mit erzählen. Unsere Politiker dann mal mitbekommen, dass hier irgendwas schief läuft, wenn die Leute dann solche Wanderlieder singen und solche Sachen auf den Lippen haben, dann sollte doch irgendwo mal jemand zuhören und sagen, Mensch, wir machen doch da irgendetwas falsch. Aber auf die Idee kommen die gar nicht. Die kommen gar nicht auf die Idee, etwas falsch gemacht zu haben. Das ist ja alles sehr, sehr eigenartig. Und jetzt hier wieder vor dem Rathaus hier in Chemnitz. Und hier muss ich gleich nochmal loswerden. Hier ist natürlich eine Kunsteislaufbahn hier aufgebaut worden. Und wir haben natürlich im Küchwald ist natürlich ein Eisstadion. Aber es muss sowas noch gebaut werden. Und dann vielleicht noch mit 1G+, 2G+, 3G+, 4G+, 5G+ oder 6G+. Und aber erstmal die Kohle hinaushauen. Und wie gesagt, wir haben dort richtiges Eis. Da muss jetzt nicht auf irgendwelchen Plastikmüll hier zurückgegriffen werden. Aber so ist das halt hier im Staat Dänemark, in Deutschland, habe ich wieder mal versprochen. In Dänemark sind sogar die Masken gefallen. Nur mal so am Rande. So, also hier wird doch jemand nochmal hier festgesetzt mit der. Ist schon Wahnsinn mit einem Argument, dass er an irgendeiner Demo teilgenommen hat, die nicht erstattet war. Wahnsinn. Also hier gehen Sachen im Land. Also das ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Also hier werden Leute wirklich moralisch zerstört. Und ich hatte ja gesagt, es sind ja auch Leute hier dabei, die natürlich irgendwo einkaufen waren und hier rauskommen und ja, sich was gekauft haben. Oder die gesagt haben, Mensch, ich könnte mal das und das gebrauchen. Und ja, komm raus in Galerie Kaufhof raus und werden dort eingekesselt. Oder dann öffnet ein Argument festgehalten, sie haben an einer Demonstration teilgenommen. Also wie gesagt, wenn Spaziergänge eingestuft werden als Demos, dann ist hier gewaltig was, läuft da gewaltig was schief. Und das ist natürlich, das ist kein Argument hier. Also das ist absoluter Wahnsinn. Jetzt muss ich erst mal kurz. Ja, also da werden Leuten unterstellt, dass sie irgendwo an Demonstrationen teilnehmen. Und wie gesagt, also wenn das eine Demokratie und eine Meinungsfreiheit nicht aushält, dann sind wir in einem Meinungsfaschismus, der sich gewaschen hat. Das ist eigentlich traurig, was hier abgeht, hier in unserem Lande, in unserer Heimat. Ja, also hier vorne hört ihr das Glockenspiel und wie gesagt, diese blau-weiß und blau-silbernen Staatskarossen, die hier vom Volke bezahlt werden und die Leute, die in solchen Uniformen stecken, wo Polizei draufsteht, auch mit bezahlt werden und deren Familien. Und ja, und was da draus gemacht wird, das muss man sich mal vorstellen. Eine Schande und das ist schon ein Drama, was hier stattfindet. Und mit diesen Bildern möchte ich mich verabschieden. Macht's schön gut und seid immer schön gesundheitsbewusst und
spazieren gehen ist gesund. Ich hatte es vorhin schon gesagt, wird jeder Arzt sagen, geht spazieren, bewegt euch in der Natur, im Freien. Und das tut auf jeden Fall Wunder. Also macht's schön gut. Tschüss.